Hallo und herzlich willkommen zurück zu Valkyria Chronicles. Ihr wisst ja noch, was hier so gerade los ist. Immerhin ist er schon fast zerstört. Beziehungsweise fast ein. Ach, leck. Ja. Here we go. Und ich habe jetzt auch etwas Interessantes herausgefunden. Ja, ich habe das Internet benutzt, sorry. Weil ich kann mich noch erinnern, dass da auch etwas Nerviges passieren wird. Aber ich habe gelesen, dass es möglich ist, anscheinend diese Kühlsysteme auch mit einfach nur Handgranaten zu zerstören und dass das eigentlich irgendwie auch ziemlich schnell geht. Daher denke ich, ist das eigentlich auch die beste Möglichkeit, diesen Panzer zu erledigen erstmal. Aber ihr habt es ja schon, glaube ich, gehört. Die kleine Begleiterin von unserem Maximilian da in diesem Panzer ist schon auf dem Weg zu uns. Und die ist nicht gerade nett. So. Keine Kanonen mehr, aus ist mit, also beziehungsweise keine Dings mehr, Geschütze mehr, aus ist mit der nervigen Beballerei von meinen Soldaten. Und Lago ist weg, oder? Weil ich könnte ihn dann wieder gebrauchen eigentlich. Und Alicia kann ich noch nicht zurückholen, oder? Ich glaube, ich hole sogar erstmal noch. Oder. Warte, habe ich Alicia noch? Ich weiß gerade gar nicht. Ich hab's. Es war Rosie, oder? Nee. Oh. Dann bin ich komplett daneben gelegen. Naja. Aber ich glaube, ich nehme mir noch einen Lancer mit. Heed my words and no victory. Loose your fire, men. Annihilate our enemies. Fire! Und da sind's wieder offen. Also ich will es jetzt mal ausprobieren mit der Granate. Ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt. Aber es stand halt so da. Yes, right away. Dennoch ist dieser Panzer immer noch gigantisch. Ich glaube, eine Granate würde mich auch selbst verwunden, oder? Das ist das einzige Problem. Oh, da muss man einfach so reinwerfen. Ha, es klappt wirklich. Da ist sie schon. Lord Maximilian. Das, glaube ich, gefällt mir nicht.
backup troops have arrived. If the reports are true, we can't beat it. Everyone, focus on that last radiator. What is that giant thing? That tank is coming this way. Alle in Deckung, würde ich sagen, weil... Wo ist Salvaria? Da ist Salvaria. Und ich glaube, ja, Kanazar the Lion. Aber Salvaria ist wohl unser größtes Problem. Aber ich sollte versuchen, den auch zu erledigen, weil dann gibt es einen kleinen Bonus. Alicia, du solltest bitte hier ein bisschen weggehen. Salvaria wird dich sonst vernichten. Und mit vernichten meine ich auch wirklich buchstäblich vernichten, denn sie ist ein Biest. Aha. Hoffentlich ist sie schön, deine Farm. Und eins sage ich euch gleich. Ich werde hier speichern, weil... Ich will einfach wirklich nicht, dass hier irgendjemand stirbt bei Valkyria Chronicles, weil es hier jetzt einfach so total vermeidbar ist, dass irgendjemand stirbt. Und daher speichere ich zur Sicherheit. Weil das kann jetzt echt schrecklich werden. Schrecklich! Ich könnte jetzt vielleicht mit einem Mercer von Welkin, wenn der Panzer sich mal normal umdrehen könnte! Nee, kann er anscheinend nicht. Oh Gott, diese Panzersteuerung. Ja, ich weiß, ich liebe dieses Spiel, aber die Panzersteuerung ist einfach nur zu viel. Zu viel Anstrengung. Klappt nicht ganz, wie es wollte. Sniper habe ich jetzt auch nicht mehr, oder? Kann ich einen noch holen? Könnte ich noch. Dann will ich zumindest den von weiter weg erledigen. Da ist noch ein Dings da. Ich glaube, dann lasse ich es so erstmal. Oh Gott. Ah, jetzt überfährt er noch Largo. Unnötig, dieses Teil. So. Da kommt sie. Gatling Beam. Ich glaube, ihr wisst schon, warum sie... nervig ist. Oh Gott, nein. Nein, nicht Alicia. Autsch. Das war nicht nett, Salvaria. Help me. Und sie macht gleich nochmal durch. Nein, schießt lieber nicht auf sie. Lasst sie einfach in Ruhe. Oh. Ja, jetzt rückt der Rest nach. Oh Gott, ich hasse diese Mission. Ja. Ich weiß gar nicht, wie soll man dann eigentlich an Salvaria vorbeikommen, um den letzten, um die letzte Kühlung, das letzte Kühlsystem zu zerstören. Ah,
Ja, natürlich, triff nur genau, wenn ich aus der Entfernung schieße, geht's erstmal 1000 Meter daneben. Da ist der Kanazar. Und zu dumm zum Zurückschießen, der Homer. Es reicht, bitte hört auf, Züge zu machen. Sollte ich ein paar der, ja, stärksten Gegner, glaube ich, am besten irgendwie. Ist das euer Ernst? Sorry, everyone. I don't think I can. Natürlich! Triff nur gleich mal meine Kühlung. Mein Kühlsystem, ja. Ich muss das immer so wundervoll sagen, weil das ist es ja auch. Radiator Kühlsystem. Wenn ihr wisst, was ich sagen will. Here we go. Das Dumme ist, ich kann ihn halt auch nicht gescheit anders hinstellen. Den Welkin. Now. Großartig. Ich glaube, ich mache es jetzt hier ein bisschen anders, damit es nicht schon wieder Alicia erwischt. Aber warte, das ist jetzt schon weg, das Kühlsystem. Must be my lucky day. Nimm mal einfach die Bedomis als Deckung. Ja, und wenn Homer und die auch weggemäht werden. Schneiper. Ja, ich versuche zumindest dich halbwegs in Sicherheit zu bringen. Nämlich hier hinter der Wand. Denn die Wand ist am sichersten, würde ich sagen. Oh Gott, ich hasse dich, Salvaria. Ich hasse dich aus ganzem Herzen. Wieso musst du es mir nur so schwer machen? Wieso muss sie existieren? Ah. So, dann. Jetzt kommt erstmal die Badomas. Was genau hat mich jetzt abgeschossen? Kann mir das jemand erklären? Wie genau hat er mich getroffen? Da kommt Silvaria. Da trifft sie doch nicht. Ernsthaft? Ich glaube, ich sollte wirklich am besten einfach die Bedomis als mobile Deckung nutzen. Das ist, glaube ich, das Allersicherste für ein paar meiner Einheiten. Ich weiß jetzt nicht, ob die auch Rosie angreift. Ja, aber die haben. Okay, das hat mich jetzt verwirrt. Warum haben die da hinten nicht nachgezogen dieses Mal? Hier speichere ich jetzt wirklich, wenn immer, wenn es halbwegs gut aussieht für mich, weil ich will jetzt wirklich nicht dann wieder immer wieder zu viel wiederholen müssen. Ihr habt ja gesehen, wie schnell ich jetzt verkackt habe. Das war jetzt einfach mal so ein richtiger Epic Fail. Also. Ja, du bist gerne alleine. Wir wissen's. Kannst du. Ja, kannst du.
Klar kannst du's. Du kannst alles. Perfekt getroffen. Sweet dreams. Kanaza ist tot. Jetzt will ich nur kurz schauen, greift ihr ihn auch an dann? Ja. Das tut sie. Ah, wie soll man an der vorbeikommen? Ich will halt Jan retten, aber es hat noch Zeit. Yep. Here we go. Wieso kann ich dich nicht einfach so wegholen? Na! Zum Glück kann sie Welkin keinen Schaden machen, sonst wäre das echt übertrieben. Alicia. So, dich schicke ich am besten hier so rein. Geht nicht. Geh weg. Oh. Das war knapp. Oh. Ah. Was ist das? Kann ich atmen? Ah. Hals. Just watch this. Oh. Lago haut schon mal das Teil runter. Und ich würde sagen, du gehst auch mal in sichere Entfernung. Nils, den habe ich glaube ich noch gar nicht verwendet bisher. Kann das sein? Ja, kann gut sein. Naja. So, mehr kann ich jetzt eigentlich eh erstmal nicht tun, würde ich sagen. Heed my words and no victory. Loose your fire, men! Annihilate our enemies! Ah, wirklich, bin ich der Einzige, der Silvaria einfach viel zu stark findet. Ich weiß, sie ist zwar ein heilige Kriegerin, was auch immer, Dings. Monster. Ja, Monster würde ich sie sogar nennen, weil sie ist einfach nur. Ich hasse sie. Gut, sie greifen nicht Marina an. Das hatte ich irgendwie befürchtet, aber das tun sie zum Glück nicht. Underminer fire. Tja. Leider hat er keine Hohlladungsgranate. Und ja, sowas gibt es tatsächlich, soweit ich weiß. Aha. An Panzerabwehrgranaten gibt es, okay. Kann man sich zwar eigentlich vielleicht schwer vorstellen, weil so eine Mini-Granate, was soll das ausrichten? Aber es gibt halt Granaten mit erhöhter Sprengladung und eben Hohlladungsbefüllung. Da klappt das schon. Trotzdem wäre es schön, wenn jetzt mal Silvaria und so ein bisschen woanders sein könnten. Sagen, jetzt kann ich nochmal ganz kurz zur Sicherheit. Ach ja, kann ich noch? Nein, Squad Roster ist voll. Weil die beiden könnten dann, glaube ich, vielleicht einen Ingenieur vertragen. Ihr zwei geht mal weg. Danke.
muss sowieso wieder zurückfahren, weil sonst mich die Betamis holt. Ich glaube, man sollte halt auf keinen Fall in die Reichweite dieses großen Geschützes kommen. So, wie komme ich jetzt an Silvaria vorbei mit Dings? Ich glaube, das Beste wäre, wenn ich einfach Marina wegschicke. Ich einfach nur den einen Shock Trooper erledige und sie dann wegschicke. Ich sagte, wenn ich einfach diesen Shock Trooper erledige und sie wegschicke, aber natürlich hasst mich mal wieder dieses Spiel und lässt mich keinen einzigen Schuss treffen, wahrscheinlich dann noch. Komm schon. Danke. Oh Gott, ich glaube, das ist immer noch nicht mit der Betamis. Du gehst weg. Und wir holen Herbert. Weil ich mag Herbert. I'm on. Okay, kurzer Test. Ha, sie kann. Medic! Sie greift. Ich rede schon so komisch. Sie greift Rosie nicht an. Das ist gute Nachricht. Okay, wieder Entdeckung bitte. Heed my words and no victory. Loose your fire, men! Annihilate our enemies! So, jetzt rückt der vor mal wieder, bitte. Fährt der mal wieder? Damit ich da mal irgendwas mal wieder zerstören kann. Also ich peile das jetzt, ich blicke jetzt gerade nicht durch, wieso das nicht klappen will. Oder muss ich jetzt schon ihn so angreifen? Ich weiß es gar nicht. Nee, klappt noch nichts. Weil soweit ich noch das halbwegs in Erinnerung habe, reicht es glaube ich nicht, wenn man nur die Kühlungsteile da zerstört. Sondern man muss den Panzer auch noch den Rest zerstören. Ergibt zwar keinen Sinn, dass die Panzerung durch Kühlsysteme stärker gemacht wird, aber es ist ein Spiel und ich lasse es mal durchgehen. Aber wirklich, das ist einfach unlogisch, dass ein Panzer durch Kühlsysteme, nur weil die noch aktiv sind, nicht, ihr wisst schon, zerstört werden können. Du bist wie immer so richtig motiviert. Ja, ich bin ja schon dabei. Kein Stress. Ich hoffe nur, dass er jetzt endlich mal weiterfährt. Ah, langsam nervt's. Use your fire, men. Annihilate our enemies. Ja. So, jetzt kann er endlich mal fahren. Er kann fahren. Halleluja. Ah, es wird gleich Alicia erwischt. Da bin ich mir sowas von sicher. Fire! Damage severe. Okay. Ja, ich muss den Panzer hier unbedingt reparieren. Das Problem ist ja immer noch Silvaria. Aber ich glaube, ich könnte jetzt mit, oh, nee. Nee. Danke. Und natürlich treffen sie schon wieder genau! Ja, wollt ihr mich verarschen oder was?
So, jetzt kann ich immerhin Homer losschicken. Um den Panzer zu reparieren. Wehe. 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 Ich treffe mit dem Scharfschützen nicht und die killen mich einfach mit einem Raketenwerfer aus extremer Entfernung. Und obwohl der halt extrem ungenau ist. Ich verstehe dieses Spiel manchmal echt nicht. Alter. Ist das jetzt euer Ernst? Die versuchen halt noch so weit wie möglich vorzurücken, oder was? Das sieht irgendwie gerade so niedlich aus. Immer so zwei Schritte und dann wieder fertig. Seid ihr dann auch mal fertig? So. Also Rosie ist jetzt egal, glaube ich, weil die kann eigentlich gar nicht sterben. Also könnte ich sie da auch liegen lassen. Man kann sie dann nur für die für diesen Einsatz eben nicht mehr einsetzen. Awaiting orders. Gut gemacht. Und Homer, bitte reparier Welkin. Zwar schnell. Danke. Zum Glück sind diese Valkyria-Lanzen nicht so stark wie in Valkyria Chronicles 2. Also zumindest nach den Cutscenes. Beziehungsweise noch nicht so stark. Weil, damit ihr es versteht, in Valkyria Chronicles 2, da ist es einfach so, noch dazu halt nicht mal eine echte, sondern so eine künstliche Valkyria-Lanze. Es ist eine im Nachhinein hergestellte für so welche Artificial Valkyria, glaube ich, hießen die. Ja, ja, ich weiß, ich spoiler jetzt hart, aber was soll's. Die einfach mal einen Panzer mit einem Streich vollkommen zerbersten lassen. Also, ich bin froh, dass es nicht hier so ist. So, der Panzer ist jetzt fast an der Mauer angelangt. Oh. Ich muss echt krass husten gerade. Gut gemacht. Jetzt haben sie nur noch Silvaria. So, jetzt müsste ich eigentlich am besten nur mit Alicia in Sicherheit rücken. Danach kann ich mit ihrer Granate das letzte Kühlsystem zerstören. Heed my words and no victory. Loose your fire, men. Annihilate our enemies. Und jetzt haust du dein Kühlsystem auf. Dankeschön. Davor nochmal ganz schön speichern, weil jetzt eigentlich eh fast die Zeit um. Beziehungsweise die Zeit sehr lang geworden. Ich meine, jetzt sind es schon 30 Minuten schon wieder. Oh mein Gott. My turn, okay?
Habe ich das fast geschafft, diese Mission. Schön eine Granate rein. All right, that's the last of the radiators. Ah, presumptuous little vermin. Your Grace, are you all right? Fine. The tank itself is perfectly intact, though not for long at this rate. Understood. I'll be there momentarily, sir. The enemy tank has been damaged. That should also impair its defenses, Sevens. Ja, ich. Genau das ist dieser Logikfehler, finde ich. Aber, ja, auf einmal ist er zerbeult, nur weil ich die Kühlung kaputt gemacht habe. Ja, jetzt kann ich anfangen, meine Lanzen rauszuholen. Uhu! Oh. Weg mit dir, Silvaria. Hast du auch eine schöne Lanze? Will ich nichts dagegen sagen. Ach ja, ich muss mal kurz was schauen. Habe ich da irgendwas, das mir da helfen kann? Nein, habe ich sowieso nicht. Sowas wie Demolish Boost, glaube ich, hieß die Fähigkeit. Dass man mehr Panzerabwehrschaden ausrichtet. Don't get spooked, soldiers. Follow me. Es könnte sein, wenn ich Glück habe, dass das jetzt in einer Runde erledige. Oder? Just watch this. Dann ist es zwar ein sehr langer Part gewesen, aber immerhin ist es jetzt dann vorbei. Wenn man einen perfekten Treffer landen würde, müsste es eigentlich der Panzer sowieso eigentlich sofort erledigt werden, weil man ja rein theoretisch einfach die Besatzung erwischen könnte, wenn man Glück hat. Ja, jetzt ist schon fast die Hälfte weg. Mit 5 Schüssen. Muss ich nur kurz Homer wieder herholen. Ja, jetzt ist die Hälfte weg. Mit 6 Schüssen also. Ja, das habe ich jetzt. Das Hobby. Yeah, got it. Jetzt schnell an Silvaria vorbei. Nochmal. Don't get pinned down. Fire back. Oh, ich hasse Silvaria manchmal. Push them back. Wobei ich mir sicher bin, da gibt es wahrscheinlich auch ziemlich viele schöne Bilderchen aller Rule 34 im Internet. Für die, die nicht wissen, was das ist. Ich glaube, ihr solltet euch denken können, wie ich das jetzt gesagt habe. Ja, ja, Herbert. Das bringt ja sehr viel, wenn du einfach nur gegen den Panzer schießt mit deinem Gewehr. Jetzt ist eh fast kaputt. Wird so wieder ein etwas längerer Part. Was soll's. Just watch this. Oh, should I be shooting? Okay. Zum einen, weil mir jetzt gerade Herbert auf den Sack geht mit seinen Sätzen, die er immer wieder wiederholt gerade.
glaube, ich lasse jetzt mal, und zum anderen, weil es halt passt, lasse jetzt mal, Welkin schön, das wollte ich nicht tun. Da kann man auch die Stats anschauen, oder wie habe ich das jetzt gemacht? Ah, F. Ja. Sehe ich sehr viel. Nicht wahr? Ihr auch. Nicht wahr? Seht ihr da nicht auch gerade viel? Schön viel. Sehr viel Information. Naja. Und weil es einfach passt. Boom! Wow. Abatimus. Lost to this rabble. Your Grace, are you injured? Silvaria. Plans for the Marmota must be adjusted to account for these failures. Marmota? Okay. Wie das sich anhört, ist das ein zweiter Panzer, den ich nicht begegnen will. In due time, Grace, you're in danger here. My men will see you to safety. Yes! We managed to beat that thing back! Nice work out there, Lieutenant. I've sent the rest of the Eastern team to join you there. Welks, the enemy forces have begun to retreat. Then it's our turn to advance. Don't let Maximilian get away. Such power! I see Gallia's peasant army has the will to win. All units, retreat! Protect his grace at all costs! Na, das war's, glaube ich, dann auch für diesen Part, weil das war jetzt auch schon etwas sehr lang. Aber, ist, glaube ich, ganz gut gegangen. Besser, als ich gedacht habe. Und ich hoffe, euch hat der Part gefallen und bis zum nächsten Mal. Bis denn!